Said Naya. Dieser schreckliche Name. Ich wünschte, sie hätten mich getötet, statt dass ich hier verrotte. Das hier ist kein Gefängnis. Es ist ein Schlachthaus. Für was all das? Nur weil ich gegenüber Azad und dessen Gericht kritisch war? Ich besitze weder Waffen, noch habe ich jemanden getötet. Das Einzige, was ich tat, war das Besuchen einiger Demonstrationen. Wie vieles von uns friedlich taten. Ich bin so unglaublich hungrig. Es sind mindestens 3 Tage her, als ich das letzte Mal aß. Weiß nicht, ob Khalid durch die Nacht durchkommt. Er ist so schwach. Sie haben ihn so sehr geschlagen. Ich vermisse meine Familie so sehr. Es müssen Jahre her sein, seitdem ich meinen kleinen Jungen Ali das letzte Mal in den Armen hielt. Er ist gerade mal 4 Jahre alt. Das ist meine Frau Amal. Sie lebt allein. Die Wächter sind hier. Sie rufen den Namen auf. Auch meinen. Wir werden in ein Zivilgefängnis überbracht. Alles ist besser als dieses Said Naya. Nur, was ist mit Khalid? Wieso werden wir nicht freigelassen? Wieso kommen wir in separate Zellen? Es ist okay. Bald werden wir in einem besseren Ort sein. Ich kann diese neuen Schläge nicht mehr ertragen. Sie waren niemals so schlimm. Werden wir wirklich verlegt? Oder ist das unsere letzte Strafe? Wir halten plötzlich an. Nur, wieso? Befinden uns in ein anderes Gebäude. Sie entnehmen unsere Fingerabdrücke. Was? Sie sagen, ich sei zum Tode verurteilt und fragen mich, ob ich noch einen letzten Wunsch hätte. Ich habe nichts Falsches getan. Sie sagten, sie würden mich verlegen. Ich sollte verlegt werden. Lieber Gott, beschütze meine Familie.